hat jetzt das Problem der Guten so ein bisschen, sich nämlich umzustellen. Erst Man U, jetzt Nöttingen. Müssen wir, Marc Schlömer, von Kulturschock sprechen? Zumindest Nöttingens Trainer kennt sich mit großem internationalen Fußball aus. Michael Wittwer war früher Bundesliga-Profi beim Karlsruher SC und Mitglied der Mannschaft, die damals im UEFA Cup den FC Valencia mit 7:0 besiegen konnte. Gegen Hannover und der FC Nöttingen ganz in Weiß. Mit Spaß und ohne Angst will der Außenseiter hier heute aufspielen. Eine Partie zum Genießen soll es werden. Und das sieht ganz gut aus zu Beginn. Da ist Mario Bilger. Und das ist die erste Herausforderung für Zieler. Mario Bilger, Werkzeugmacher von Beruf, erst 4 Minuten vorbei. Richtig frecher Start des FC Nöttingen. 96 Coach Mirko Slomka. Um 18.30 Uhr geht von Stuttgart aus der Rückflug nach Hannover. Eine Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen kann sich 96 nicht erlauben. Dann würde die Mannschaft ihren Flieger verpassen. Für eine pünktliche Abreise macht Hannover aber noch viel zu wenig. Neuzugang Felipe ist das. Wilder Ballverlust dagegen Telle. Das ist jetzt Nesiray. Telle geht dahinter zu Boden. Das Spiel geht aber weiter. Nesiray rein in Hannovers Unordnung. Zachmann macht mit. Zweiter Anlauf Nöttingen. Und Mario Bilger versucht erneut. Der Torschuss ist keine Zeitlupe wert. Umso interessanter dagegen aber, was vorher zwischen Telle und Felipe passiert ist. Beide behaken sich. Telle blockt und Felipe holt dann aus. Und das ist eine Schlagbewegung. Und wenn Schiedsrichter Cortus das auch so gesehen und gedeutet hätte, hätte Felipe wegen Tätlichkeit vom Platz gehört. Erst nach gut einer Viertelstunde kommt 96 langsam in die Gänge. 96 vertraut mal seiner technischen Überlegenheit. Schlaudraff und Sergio da Silva Pinto hat die Ruhe, hat den Pass für Schlaudraff, Jan Schlaudraff. Die Profis bringen die Amateure erstmals in Schwierigkeiten. Aber Torwart Sascha Rausch, normalerweise Verwaltungsangestellter bei der Stadt Karlsruhe, lenkt den Ball gerade noch so ab. Nöttingen machte Mitte der ersten Hälfte den Fehler, zu weit weg zu bleiben. Zu viel Platz jetzt da für 96. Wieder Schlaudraff. Und wieder Sergio da Silva Pinto. Was für ein Ding! Fast aus dem berühmten Nichts die Führung für den Favoriten. Sergio Pinto, der seit seiner Hochzeit in der Sommerpause Sergio da Silva Pinto genannt werden möchte, er lässt es krachen. 0:1. Ein Vier-Klassen-Unterschied ist es aber immer noch nicht. Nöttingen aus der 5. Liga reagiert sofort auf den Gegentreffer. Nesiray macht mit Hagi, was er will. Nesiray, Zieler, Telle ist da, 30. Minute. Hagi räumt auf. Hannovers Abwehrspieler heute alle noch nicht erstklassig. Und die Nöttinger bearbeiten Hannover weiter mit allen Mitteln. Zachmann ist das. Und Schenker jetzt gleich gegen 3. Das sind zu viel, das ist zu schwierig. Ab geht's bei 96 mit Schlaudraff und mit Sergio da Silva Pinto 0:2. Solche Abspielfehler nutzt Hannover eben konsequent aus. Gut geholt vom bis dahin noch völlig unauffälligen Abdelaue und die Resteverwertung ist dann schnell und schnörkellos. Michael Wittwer und der FC Nöttingen nach 32 Minuten nun also mit 2 Toren hinten. Aber auch davon lässt sich Nöttingen nicht entmutigen. Und Hannover hilft auch weiter kräftig mit. Panda mit dem nächsten Fehlpass, dem nächsten Geschenk. Dieses Mal für Reinhard Schenker. Einfach drauf damit. Nöttingen spielt gut, nur mit dem Toreschießen klappt es noch nicht. Letzte Aktion vor der Pause, jetzt die Halbzeitansprache mit Michael Wittwer. Wenn man die Möglichkeit hat, einen Konter zu spielen, dann müsste man jetzt aber auch mal ausspielen. Wir haben 1:1 Situationen, 3:3 Situationen, 2:2 oder sogar Überzahl. Und laufen so lange mit dem Ball, bis sie es in der Mitte verdichten können und dann müssen wir schießen. Die Hoffnung ist also noch da. Die zweite Hälfte, 2 Minuten vorbei. Ecke, da Silva Pinto. Andreas rein. Besser kann es nicht wieder losgehen für Hannover. Leon Andreasen fast 2 Jahre lang verletzt, das Karriereende drohte, doch er ist wieder fit und hat sich in der Vorbereitung gleich einen Stammplatz gesichert. Hannover vorne also ordentlich, aber hinten weiter mit großen Problemen. Wieder Schenker. Und das ist ein super Zuspiel für Nesiray. Nesiray, na bitte.
Das ist es, das Tor für den FC Nöttingen, total verdient. Leutrim Nesirei trifft gegen Zieler, gegen einen Nationaltorhüter. Das erlebt man als Oberligaspieler wohl auch nur einmal im Leben. Michael Wittwer hatte diese Woche nur ganz dosiert trainieren lassen, um die Kräfte für heute zu schonen. Mehr Energie hat in der zweiten Hälfte aber eindeutig Hannover. Mohamed Abdellaoue, ganz stark und ganz einfach hat Schlaudraff. 1:4, jetzt ist jeder Schuss ein Treffer. Mohamed Abdellaoue mit der Hacke durch die Beine von Timo Brenner. Dann auch schon die Schlussphase. Nöttingen lässt es nun mit sich geschehen. Die Abwehr wird nicht mehr beschützt. Der eingewechselte Konstantin Rausch, der eingewechselte Jakonan. Sascha Rausch, der Torwart. Konstantin Rausch, der Torschütze. Fünftes Tor für 96. Nun wird's deutlich. Und Hannover bringt das jetzt in aller Professionalität zu Ende. Nöttingen kann einfach nicht mehr. Konstantin Rausch, perfekte Technik. Jakonan, Konstantin Rausch und Schlaudraff 1:6. Am Anfang hatte 96 mehr Arbeit mit Nöttingen als erwartet. Letztlich sind es aber klare Verhältnisse. 6:1 gewinnt Hannover. Für Nöttingen war es trotzdem der größte Tag der Vereinsgeschichte. Das erste Mal im DFB-Pokal. Sie haben sich ordentlich präsentiert, haben sich nicht versteckt, haben sogar Torchance herausgespielt. Und das ist mir wesentlich wichtiger, wie nachher vielleicht mit einem 3-1 runterzugehen. Michael Wittwer und der FC Nöttingen waren gute Gastgeber. Hannover 96 wird den Rückflug um 18.30 Uhr pünktlich erreichen. Das ist dann die letzte Aufgabe für heute. Aber das Na bitte von Marc Schlimmer, das kam von Herzen. Wenigstens ein Tor für Nöttingen, aber 0-6-1-6, bisschen wie beim Tennis. Beide Neulinge sind also raus, haben Tschüss gesagt. Zwei Bundesligisten haben das gestern schon getan. Zwei hat es erwischt. Greuther Fürth in Offenbach.